Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Gameplay. Ich zeige euch Red Matter 2 auf der Pico 4 und ja, bevor es losgeht, zeige ich euch gleich auf jeden Fall die Optionen. Ich habe eben mal ins Gameplay reingeschaut, so 5 Minuten, und geguckt, ob alles vernünftig läuft und ruckelfrei. Ja, es läuft ruckelfrei und sieht fantastisch aus und ich habe beim letzten Gameplay von Red Matter 1 habe ich sehr viele Kommentare bekommen, warum läuft das bei dir flüssig, warum sagst du, es läuft flüssig und bei anderen Videos ist es nicht so. Ich nehme halt anders auf als andere, wenn man falsch aufnimmt, belastet man die Brille zu sehr, die Hardware zu sehr und dann fängt halt die CPU an zu schwitzen und ja, kommt ins Ruckeln rein und ja, wie gesagt, das Gameplay hier läuft echt super flüssig und ja, hier ist der Startbildschirm und hat mich direkt irgendwie an den Film Total Recall erinnert. Das ist auch so ein bisschen, ja, Mars-Look hat das Ganze hier. Soundtrack ist sensationell, finde ich. Also passt richtig gut. Und ja, gehen wir mal einfach in die Optionen rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier Audio-Einstellungen. Da können wir halt anpassen, ob wir die Soundeffekte lauter, leiser haben wollen. Musik einzeln und die Stimmen kann man dann auch nochmal einzeln einstellen. Finde ich enorm wichtig, weil manchmal sind die Soundeffekte einfach viel zu laut oder die Musik viel zu laut. Und also das ist eigentlich ein Muss in jedem Spiel. Dann haben wir hier einmal Controller-Schema. Da können wir uns halt anschauen, wie die Controllerbelegung ist. Ist auch ganz wichtig, dass man sowas drin hat. Ja, kommen wir zur Sprache. Wir haben deutsche Untertitel. Wir haben aber keine Stimmen in Deutsch. Leider. Wir haben nur Espanol und Englisch. Und dann haben wir einmal, ja, Untertitel ein, aus. Untertitel Hintergrund ein, dann hat man so einen kleinen schwarzen Hintergrund. Ist dann manchmal besser lesbar, muss man selbst entscheiden, ob man das haben möchte. Ja, dann haben wir hier noch Einstellungen, Jetpack-Bewegung, also wir haben auch ein Jetpack und dann, ob man einfach flüssig läuft oder halt Teleport. Ich lasse alles so realitätsnah wie möglich. Wir haben auch einen Sitzmodus für die Leute, die gerne im Spielen sitzen, im Sitzen spielen, ein, aus. Ich stehe lieber, von daher passt das ganz gut. Vignette, ja, ganz wichtig, dass man die ausschaltet. Also für mich, für alle Motion Sickness geplagten Leute da draußen, testet das, macht es ein und es soll wirklich helfen. Ich habe keine Motion Sickness mehr, von daher ist es für mich total störend, ja. Ja, hier haben wir nochmal Händigkeit, ob man rechts- oder Linkshänder ist. Und ja, ich bleibe bei rechts. Man hätte jetzt neu starten müssen, aber wir lassen das erstmal so. Dann haben wir einen Winkelversatz der Waffe, ist halt wie das Handgelenk dann halt steht, das muss man dann halt auch anpassen, wenn man die Waffe hat. Und ja, hier ist die Kampfschwierigkeit, ich lasse alles auf normal. Ja Leute, dann würde ich sagen, starte ich ein neues Spiel und viel Spaß. Sasha, wake up. You can do this, I know you can. Open your eyes. Die sind doch auf. I can't believe it worked. Sasha? Is that you? Are you all right? How do you feel? Of course. You may have trouble speaking for a while. I've had to transfer your mind into a different body. It was our only shot at pulling you from the simulation safely. I know. But you have plenty of questions, and I'll tell you what I can. But first, let's get you out of here. Come on, we have to hurry. Ja, wir befinden uns jetzt im Tutorial. Schauen wir uns mal ganz kurz um. Also alles, was so relativ nah ist. Es sieht sehr spärlich aus jetzt erstmal, aber von der Grafik her echt gut gemacht. Ja, diese glänzenden Oberflächen, die bewirken immer, dass es alles sehr, sehr schön aussieht. Und wird halt gerne auch benutzt von Entwicklern. So, laufen wir einfach mal. Natürlich, ich habe jetzt keinen Vergleich hier zu anderen Versionen von Red Matter. Ich bewerte jetzt wirklich hier nur die Pico 4 Version. Hallo. Ah, da bist du wieder. This is the Atlantic Union's lunar base. Oh, don't worry. The body you're in belongs to the officer keeping you in custody. You're practically invisible. Just act normal and you won't attract unwanted attention. Okay. I should probably introduce myself. I'm an undercover operative here at this base. You can just call me Beta. After the Strelka N3 incident, the Atlantic Union captured and subjected you to an experimental procedure. A neural simulation created to extract information from deep within your mind.
One more day in there and we'd have lost you. Lucky for you, the Cosmo Bureau entrusted me to help you escape. Just follow my instructions and we'll get you out of here in no time. Okay. Ja, den ersten Teil habe ich nicht zu Ende gespielt, von daher kann ich gar nicht sagen, wie das ausgegangen ist. Aber scheinbar wurden wir gefangen genommen und ja, die bösen Leute wollten dann halt die ganzen Informationen aus uns rausholen und haben uns in irgendeine Simulation gesteckt. Jetzt sieht irgendwie aus wie so Schaltzentralen. Okay, first things first, you gotta dress the part. You're gonna need a vac suit to make it to the ship docked just outside. Okay, woher nehmen, wenn nicht stehlen? Oh, da zieht sich was. Da gehen wir gucken. Da ist er doch. Der Binford 2000 Raumanzug. Jetzt mehr Power im Jetpack. Ein Knopfdruck. Ab ins Weltall. Guck mal, da sind sogar direkt unsere Controller. Schon aufmachen. Also man muss einfach sagen, grafisch ist ja wirklich alles rausgeholt worden aus der Pico. Was geht? Well, how about that? Fits like a glove, huh? You can operate the grippers by squeezing the triggers to grab and manipulate objects. Use them to open the sliding doors in front of you. Aha. Perfect. I'm trying to open the airlock from here, but the power's out. You'll need a fuse to fix it. Search the workspace on the lower deck. The engineers always leave spares lying around. Okay, da wir gerade in irgendeinem Körper stecken von einem Ingenieur, kann uns auch gar nichts passieren. Aber hier sind eh keine Leute, ne? Ziele mit dem Greifer. Ah, Half-Life Alex lässt grüßen, ne? So, hier haben wir eine kleine Sicherung. Zack. Open the door. Sieht echt cool aus. Haben sie schön hingekriegt. Gut, Controller ist mehr Quest-Controller, ne? Der Mond ist ja karg, ne? Okay, this is a perfect chance for you to practice using your suit's built-in thrusters. Gib mir den Jetpack-Schub. Ah, einfach da oben, okay. Nice. Do the same to get to the next one. This time, you'll need to press the right stick to break mid-air. This will increase your precision when landing. Okay. Ja, eigentlich ganz cool gemacht. Alright. Easy does it. Your jetpack can make it, trust me on this one. Just make sure you keep holding forward until you reach the other side. Schaffen wir aber noch. Oh. Good job. I'll open the storage unit. Okay. Hier wird gespeichert. Ist immer gut. Also sowas ist immer gut, dass man auch You're weiß. You're probably still feeling a bit disoriented from the neural transfer. This might help jog your memory. All these items were recovered from Strelka N3 after the incident. They were used to recreate the simulation you were subjected to. Okay. Your suit features a built-in scanning tool. Press the face buttons on the left side to cycle between your different tools. Ah, okay. You can get additional information about objects that you scan. Try it out. This'll help to refresh your memories and settle your mind. Genau, jetzt kann man hier scannen, Objekt. Stas Volkov, your closest friend Beckett Strelka N3. He was shot and gravely wounded. Then, after the incident, just nothing. No sign of him ever since. We fear the worst. Ich kann es hier gar nicht unterscheiden, ist das ein richtiges Foto oder ist das computeranimiert? Schon echt gut gemacht. Okay, er wurde angeschossen und seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Das kann man hier die ganzen Sachen uns anschauen. Was ist das hier? Wasserdichtes Blaupauserohr. Okay. Keine Informations. Das ist natürlich Werkzeug, ne? Ah, wer weiß, wann wir das noch brauchen hier. Da schauen wir uns mal weiter um. AC Romanov, die verborgensten Entdeckungen der Quantenphysik.
Sasha Riss, your true identity. They led you to believe you were someone else in order to increase the simulation's chance of success. Okay. You left behind some friends on Strelka N3. I know you and Stas were close. Okay, das ist der von da. Sind wir das? Was man jetzt hier nicht wirklich sehen kann. Steht auch nichts drauf. Aber cool mit den Blättern hier. Auszug aus einer vulgarischen Fachzeitschrift. Okay. Dann können wir den noch nehmen, oder? Wenn das unser ist. Hallo. Hey, warte mal. So. Alles cool. Schau mal hier. Rhea, Saturn's second largest moon. It was selected as the ideal home for Strelka. Das ist jetzt nicht viel, ne? Das zeigt uns jetzt nicht wirklich viel. Hier haben wir noch. The full Strelka N3 crew. You were a small but proficient team. Ja, Sascha ist immer ausgeblendet hier, ne? Ja, das sieht jetzt hier wieder so ein bisschen computermäßig aus. Was haben wir hier? Okay. Machen wir mal weiter um. Blaupausen, oder? Komisches Notizbuch. Okay, was haben wir hier? Check-in-Tafel. Alle Besatzungsmitglieder mussten sich an- und abmelden. Okay. Okay. Dann schauen wir uns einfach mal alles so ein bisschen an. Vielleicht ist was Wichtiges dabei. Irgendein Symbol. Drei. 0, ne? Okay. Vielleicht ist das was Wichtiges. Vintage-Lautsprecher, speziell entwickelt, um wohl Graviers Hymne zu spielen. Oder Gravias. So, da haben wir auch noch was. Warnschild, Risiko des Kontakts mit Biogefährdungen. Danger, danger. Ich ein bisschen hier so. Das ist die rote Materie, ne? Ja. Very little is known about this substance. It was the spark that triggered the Strelka N3 incident. Ich finde sehr wichtig, dass wir hier deutsche Untertitel haben. Ah, nicht kurz. Wir müssen uns reinjagen. So, komm, zack. Fühlen wir uns wieder ein bisschen besser jetzt, ne? Wer ist das denn? Irina Sarova, Strelka N3's resident biologist. She was killed shortly before the incident took place. Irina and Stas were romantically involved. Mhm. Auch noch mal eine Spritze. That sound. Immer rein damit. Weird. Oh. There shouldn't be anything still operational around here. Sasha, see if you can find out where it's coming from. Irina Serra Terraform Labor. Ein Poster zum Gedenken an eine geliebte Biologin. Sie liebte den Boden und jetzt erwidert der Boden diese Liebe. Auf Wiedersehen, Genossin. Sehr, sehr traurig. Kaputt? Ja. Okay, da piept irgendwas. Schau mal hier. Was ist das? Langstreckenübertragungsterminal. A long range transmission terminal. Ach, guck mal Looks hier. Like it's picking up an incoming signal. Kann hier machen? How is that even possible? Use the right gripper to detach the interface tool on the left side. Guck mal. Once detached, connect it to the terminal's access port. Was kommt denn jetzt? Empfangene externes Signal. Information erweitern. Ein Schlüsselsignal. Auch sehr cool gemacht, finde ich. SOS. ID Stas Volkov. It's... Oh, der soll doch tot sein. It's him. Sasha, you're talking. Stas. It's Stas. Stas Volkov, your teammate from N3, your friend? That's not possible. He was presumed dead. He is not. It's a distress signal. His ID is encoded in the message.
That's great news. Okay, let's locate that signal. Also, entweder ist es der wirklich oder ist es eine Falle, ne? Das kann natürlich beides sein. Also Leitung hätte ich auch gerne, dass man sieht, wie die Signale laufen. Herkunft Tosca. Tosca Station? Tosca Station. We can reach it from here, but the clock is ticking. You have to hurry. Wait, me? Shouldn't the Cosmo Bureau be handling this? No, they'd never make it in time. You know him better than anyone else, so you're our best shot. I'm uploading the coordinates to the shuttle's navigation system. It'll be ready when you are. Ach, komm, wir sind ready. Wir fliegen schon, guckt. Jetzt bin ich gespannt, was uns erwartet. Okay. Wow. Und was passiert jetzt hier? Wow, Eagle One. Wir fliegen mal in Eagle One rein. Na, der Mond, der bietet right. Nicht viel, ne? There's just some stuff I need to take care of before I get out of here. I'll contact you just as soon as you've entered orbit. Kein nettes Understood, Café Beta. Oder so. And thanks for getting me out of here. Hey, just another day on the job, right? Safe travels, Sasha. Flight plan loaded. Oh. Optimal route calculation completed. Initiating startup sequence. Engine parameters green. Systems nominal. All checks completed. Liftoff in 5, 4, 3, 2, 1. Ignition. Ignition, Zündung. Und ab geht's. Ab geht die Luzi. Wow. Boah, das sieht ja echt übelst aus. Okay, da sind wir gerade drüber gesprungen. Da ist ja nicht viel auf dem Mond hier, ne? Ne, die haben echt nichts. Kein Fußballfeld. Okay. Das war's ja schon. Here. Sasha, do you read? I see you're approaching Tosca Station. Looks that way. What can you tell me about the place? It's a classified scientific research facility orbiting Saturn. Okay, but why would Stas go there? Well, according to his file, before being transferred to Strelka N3, Stas was first stationed at Tosca. It's where he and Arena both met. He supervised base operations and assisted with Project Lazarus. Project Lazarus? It was Arena's project. It's the main reason the place was built. I'd love to tell you more about it, but I'm not authorized to access that data. Don't worry about it. We'll find some answers soon enough. Na toll, man muss wieder irgendeine Station, wo irgendein krasser Kram abgeht. Initiating deceleration sequence. Thrusters. Ready. Main drive. Ah, guck mal. Ready. Was ist? Inertial dampeners. Ready. All checks completed. Sieht schon cool aus, muss man sagen. Go. You nervous? I've never done this before. Don't worry. It's all automated. Just enjoy the ride. Galen talking beacon. Link established. Calculating approach vectors. Ob irgendwas schief läuft? Path verified. Normalerweise läuft immer irgendwas schief. Dann haben wir die nächste Raumkapsel, ob da mit Stas gelandet ist. Piece of Cake. Piece of Cake ist das Kinderspiel, das wusste ich auch noch nicht. That's gotta be Stas' shuttle. It is, yes. The ship is still broadcasting the distress signal. Schauen wir mal. Also sieht ein bisschen besser aus als unseres, ne? Empty.
Main power is out and systems are damaged beyond repair. Schwer beschädigt. This thing hasn't flown in a while. Huh. That checks out with the transmission delay. Alles stark beschädigt irgendwie. Okay. Gehen wir mal rein. Oder versuchen reinzugehen. Boah. Darf man auch nicht. Kein Schwindel entwickeln. Dann nicht meine Haupteingangstür, oder? Willkommen in der Tosca Station. Bitte unteren Knopf drücken, um die Tür zu öffnen. Das kriegen wir hin. The access terminal is working, but the entrance is locked. The doors won't open. Could Stas have done this? There must be a way to unlock them. Okay. Kann man hier irgendwas machen? Nicht wirklich, ne? Okay. Aber was soll man denn jetzt hier noch Großartiges machen? Also hochfliegen können wir auch nicht. Haben wir hier noch irgendwas zu tun? Das will er gar nicht greifen. Einfach nur ein Bett. Okay. Okay, wir könnten auf diese Plattform da. Die habe ich jetzt. Gerade dachte ich, da komme ich ja eh nicht hin. Aber das könnte passen, ne? Ja. Nicht mit mir. Hinten ist noch was. Nein. Okay, aber das will ich noch mal probieren. Ja, aber ich glaube, ich hätte da hinten runterspringen müssen. Probieren wir mal. Okay. Also war schon okay, dass ich da hinten runtergesprungen bin. Ich wollte nur gucken, ob man hier irgendwas übersehen hat. Sind wir wenigstens schon mal gestorben, wissen wir, wie das aussieht. So, jetzt sind wir aber in der Station drin. Da hacken wir uns rein, oder? Finde die richtige Position im 3D-Raum. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Was die von mir wollen. So, nimm. Aha. Kleines Hacking-Spiel. Beta, Vlad is sending me a message. Virtual logic assistance drive? It's gotta be tapping into my suit's systems via the access port.
Sei gegrüßt, Fremder. Wie ich sehe, versuchst du auf die unanständige Art und Weise hereinzukommen. Ja, das versuchen wir. Hat man dir nicht beigebracht, nicht an den KI-Sicherheitsprotokollen herumzuspielen? Bitte hör auf damit. So, was haben wir hier? Und hier nämlich auch noch. Oder bleiben wir hier einfach? Okay, mehr geht hier auch nicht, ne? Okay. Handradanker. Okay, wir brauchen ein Handrad. Okay. Ah, schau mal da. Oh, gut, dass wir das berühren dürfen. So, da haben wir noch ein Handrad. Sieht doch gut aus. Okay, jetzt können wir wahrscheinlich wieder. Hin und nicht abstürzen, bitte. Also bis jetzt finde ich es ganz cool. So, fahren wir mal hoch, damit wir dann auch wirklich wieder. Mit vom Raum stellen. Tür ist aber trotzdem nicht auf, aber ist diese eventuell freigegeben? The station is massive. How'd they keep it hidden? Space is vast, Sasha. If you're not looking for it, you'll never find it. Da hat sie recht. Worked. Excellent. Let's get inside. Hallo. Da hinten auf. Ich gehe mal weg vom Gitter, nicht, dass es durch aufgeht. Dann haben wir schlechte Karten. Ah, jetzt kommt der Sauerstoff hier rein wahrscheinlich. Oder? Weil er uns mit Giftgas voll. Boah, dieser Effekt ist aber auch krass. Was ist los? Are you okay? Yeah, it's nothing. Just a slight headache. I'm fine. Dunkel. Oh. Wir werden beobachtet. Guckt. Mach doch keine Blätterverschwendung hier. Dann haben wir das hier nicht. Da bin ich, bitte drehe um und verlasse sofort das Gelände. Wenn du dem nicht nachkommst, bin ich gezwungen, die Selbstverteidigungssysteme der Station zu aktivieren. Ach komm! Sei nicht so. Geil! This terminal has been taken apart.
it? Maybe, yeah. Some components look damaged. Others are missing altogether. I'll see what I can do. Oh, okay. Okay, wir brauchen ein anderes Zugangsterminal. Das ist ein Kugelschreiber. Wahrscheinlich. Jemand musste auf die andere Seite gelangen und hat einen Weg markiert. Aha. Aber jetzt kommt nicht auf die Idee, dass ich mir den Weg so merken muss. Das ist da schon mal was, oder? Dann gehen wir mal hier hin. Gehen, gucken wir uns mal weiter um. Aber wir werden hier nicht reinkommen. Was haben wir denn hier? Montageanleitung. Da ist doch was. Da können wir doch eventuell mit arbeiten. So. Also wir brauchen auch scheinbar irgendwie so eine Sicherung. Ein Bildschirm. Komm, wir packen alles mal da hinten hin. Schauen, ob wir irgendwie weiterkommen. So, legen wir mal alles hier auf den Boden, dann gucken wir uns gleich an, was wir noch brauchen. Also wir haben den Rahmen, wir haben das Kartenmodul, Bildschirm haben wir nicht und die Sicherung haben wir nicht. Entschuldigung. Haben wir irgendwelche Komponenten, die wir eventuell brauchen können? Lichtständer, den brauchen wir nicht. So, vielleicht ist hier irgendwo auch noch was drunter. Kann ja immer sein, ne? Hier den Deckel vielleicht mal abmachen. Ach, guck mal, ein neuer Monitor. Sehr cool. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Lass mich durch. Dann fliege ich halt. So. Das. Und jetzt fehlt nur noch die Sicherung, ne? Mhm. So. So, das haben wir schon mal. Sicherung. Okay. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht was auf? Ah, guck mal, was haben wir hier? Umkleideraum, das ist gut. Oh nein. Guck mal, Seife. Ein Bügeleisen, das ist alles. So, also wird eine Herausforderung, sich damit die Zähne zu putzen, ne? Okay, komm, wir müssen eine Sicherung suchen. Ah, den Test müssen wir noch machen, ne? Was kann man hier machen? So. Kann man das sauber machen? Ist cool, wenn die solche Sachen einbauen, finde ich. Hier ist die Dusche. Geht die denn auch an? Nö, okay. Anzug. Gucken wir mal, ob da irgendwelche Namen erscheinen oder so.
Martin Polyakov, Kommunikation. Okay. Vielleicht ist hier irgendwo was drin. Gucken wir mal, was das hier ist. Abgeschlossen, Flattneustadt und neue Installation. Blutbank Spinderarms. Was ist das? Ich muss dich so schnell wie möglich im Terraform-Kontrollraum sehen. Irina. Ah, okay. Frage ist, ob der wirklich hier ist, dieser Stas. Oder Stasch? Okay. Warte mal weg hier. Sauerstoff. Stickstoff. Guck mal, der erste Schrank und schon haben wir eine Sicherung. Ist doch schon mal sehr perfekt. So, komm, wir legen ihn mal hier hin. Gucken wir uns mal ganz kurz noch ein bisschen um. Oh, Irina war bestimmt schwanger. Kann man von ausgehen. Ist der Spinn von Irina. Das Bild haben wir ja eben schon gesehen, ne? Auf der Mondbasis. Von wem ist der hier? Martin Polyakov. Dann haben wir hier die Irina. Und das ist das. Okay. Polyakov? How the hell did that worm ever get posted at Tosca? Ugh, I never liked him. Something about him just always felt off. Sasha, scan Polyakov's ID keycard to load his credentials into your suit's memory bank. Sehr gut. Haben wir die Keycard schon mal gescannt? Ha! Die haben wir da eben auch gesehen, diese Medaille. Ist die Gavin-Kiste? Kann man die öffnen? Ja. Aber ist nichts dran. Okay. Gut. Wir haben die Sicherung. Schauen wir, was danach passiert. Jetzt kann man ja wirklich die Tür wahrscheinlich öffnen von der Krankenstation. Ich mag so Spiele, wo man rätseln muss. Eigentlich ganz cool. Und wo dann natürlich auch noch eine Story dahinter ist, ist natürlich umso besser. So, jetzt haben wir doch hier. Jetzt können wir uns einloggen mit dem. Great. Now, scan the terminal sensor to load Polyakov's ID credentials. Genau, haben wir. Wir sind jetzt mit Polyakov. Way to go, ein. Sasha. Let's keep it up. Weiter so. Okay, hier haben wir wieder eine Schleuse. Diese Bereiche werden natürlich dafür benutzt, um Sachen zu laden. Ne? Die nächste Station. In diesen Augenblicken ruckelt es dann auch ein bisschen, ne? Also vollkommen in Ordnung. So, UV-Licht, um Viren, Bakterien zu töten. Ist auch keiner. Oh, shit. What's wrong? Blut. Bloodstains. Must be from Stars. I'll have a look around. Autodoktoreinheit. Durch gut. Oh, ja. Also Stas wurde ja angeschossen und die haben wahrscheinlich diese Dings hier rausgeholt. Ja, das war wahrscheinlich von Stas.
Sicher, für Tabelle. Warte mal hier. Autodoktor, ne? Ja. Okay, ja, der war natürlich sehr stark verletzt und hat dann wahrscheinlich geguckt, wie der sich hier operieren lassen kann. Ja, alles mögliche Brom, Chlor, Natrium. Und Rhodium, ja, wer weiß, ob wir das nachher brauchen. Blockbuch aus Leder. Okay, da ist noch eine Tür. Ah, guck mal, Röntgengerät. Hier sind auch die Bilder von der Kugel. Oh, ist kurz vor der Wirbelsäule hängen geblieben, scheinbar, so wie es aussieht. Erstmal raus. Ah, guck mal, von hier aus können wir die beiden Weltraumkapseln sehen. Geht's hier weiter? Natürlich nicht. Ah, da ist noch eine. Die habe ich gerade gar nicht gesehen. Chlor. Das sind einfach alles Bücher. Benutzerhandbuch. Ist denn hier noch irgendwas drin? Nee, außer die Bücher. Das sah gerade aus, ob da noch irgendwas liegt. Was kann man jetzt hier machen? Kann man auch nicht öffnen. Ach, guck mal, ich kann mich doch hier anhängen. Weil das so riesig ist, das Ding habe ich da total nicht gesehen. Okay, kein Strom zur Verfügung. Das Kabel geht da und da lang. Ist wahrscheinlich nicht eingesteckt, ne? Ach, guck mal, hier war irgend so ein Rätsel. So, so. Ah, da ist ja nichts mehr. Okay, dann muss ich also runter. Kann man die auch verschieben, die Dinger? Nein. Okay. Kann man auch nicht verschieben. Also nützt das mal gar nichts hier lang den Weg, wenn ich die nicht bewegen kann. Oder? So, so. Bringt mich jetzt auch nicht weiter. Okay. Es muss von da kommen. So. So. Jetzt haben wir wieder Stromversorgung. Jetzt kann man auf die Daten zugreifen. Hoffentlich.
Uiuiui. The machine was able to extract the bullet, and his condition looks stable. I'm glad to hear he's okay. Don't worry, Sasha. We'll find him. Ist er aus? Sobald... Ah, okay. Da müssen wir uns das nochmal kurz anschauen. Weil ich dachte eigentlich, das wird bleiben, aber... Dann sehen wir wenigstens, wo der hingelaufen ist. So, Stash, wo bist du hingegangen? Okay. Mehr war das auch nicht. Das heißt, wir müssen hier hin. Schau. Man kommt weiter. Stromgenerator. Kleine tragbare Version. Ja, ist klein. Ist kein Problem. Terraform-Kontrollraum. Da wollte Irina den Dings sehen. Beta, is that the same red matter we found on Strelka M3? It's the same, all right. Arena's project has got to be related to the red matter. That's what they were researching. For what purpose? What did she want to achieve? Not a clue, but you may be able to find out. Forschungslabor. Aber wir sind auf jeden Fall nicht erwünscht hier. So viel sicher. Ja, wir sind jetzt ferienfrei. Nächstes Mal passieren. Auf dem Dorf. Boah. Ja, ich würde auch fast sagen, dass wir hier jetzt die Folge auch beenden. Und ja, ich würde gerne eure Meinung wissen. Wollt ihr weitere Gameplays davon sehen von Red Matter 2? Wollt ihr eventuell einen Livestream sogar sehen? Das ist vielleicht interessanter für euch. Gerne nochmal in die Kommentare packen. Und ja, was haltet ihr vom Game? Ist das was für euch? Sagt ihr, nee, das ist überhaupt nicht mein Fall. Also ich finde es echt sehr interessant. Ich rätsel immer mal wieder gerne. Und ja, die Story scheint auch echt irgendwie cool zu sein. Jetzt nichts so dramatisch gut ist, aber ist halt auf jeden Fall eine Story, der man hinterher laufen kann im Game und ja, so dann auch, ich guck gerade mal kurz, da haben wir irgendwas mit Iris, ein Auge, dazu, wir müssen bestimmt hier irgendwas bauen. Also wird auf jeden Fall interessant für die nächste Folge, wenn ihr eine sehen wollt und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wie gesagt, gerne mal in die Kommentare, was ihr zum Gameplay haltet. Ist das was für euch? Ist das nichts für euch? Habt ihr eventuell schon durchgespielt? Dann auch gerne eure Meinung zum Game. Natürlich nicht spoilern, das wäre natürlich blöd. Aber gerne mal eure Meinung zum Game. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich das freuen auf ein Like und ein Abo. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.